Um mal zu schauen, wie komplex und kompliziert mittlerweile Me Too ist und warum es vielleicht too much ist. Louis und Jenny, 20. August 2023. Das, was ich so liest wie die Inschrift auf einer gigantischen Hochzeitstorte, ist der Auftakt einer fulminanten, dramatischen Entwicklung. Eine Entwicklung, die der Präsident der spanischen Fußballliga Rafier Tebas, bezeichnet und verglichen hat mit dem 9-11-Effekt, was zugegebenermaßen an Schwachsinn nicht zu überbieten ist. Aber sei es drum. Wir reden heute darüber, was für ein Ei uns alten weißen Männern dieser loos damit ins Nest gelegt hat und warum elf junge Engländerinnen es hätten verhindern können. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar über Luis Rubialis, naja, und auch über Jenny Hermoso. Warum? Nun, ganz einfach, über einen Kuss, der die beiden kurzfristig verbunden hat, spricht die ganze Welt. Und kurzzeitig war diese Jenny wohl die berühmteste, zumindest aber die bekannteste Fußballerin auf unserem... Planeten. Was genau ist passiert? Ich setze euch mal ins Bild. Das Ganze startete am 20. August. Nach 105 Minuten gewannen die spanischen Fußballnationalspielerinnen das Endspiel in Australien in Sydney gegen England mit 1 zu 0. So weit, so gut. Spanien war am Jubeln. Am Jubeln war auch Luis Rubiales, der Präsident des spanischen Fußballverbandes und in seinem Überschwang packte er eine der Spielerinnen, nämlich eben jene Jenny, und packte den Kopf, küsste sie auf den Mund und damit nahm das Schicksal seinen Lauf und sein Abgesang die erste Strophe. Wir beschäftigen uns heute damit nicht ohne Grund. Ich möchte an dieser Stelle weder eine Lanze brechen für Louis, noch möchte ich den Stab brechen über Jenny, sondern ich will mit euch das Ganze als Anlass nehmen, um mal zu schauen, wie komplex und kompliziert... Mittlerweile Me Too ist und warum es vielleicht too much ist. Aber fangen wir vorne an. Genau genommen beginnt das Ganze schon vor dem legendären Kuss. Und ich möchte euch an eine situation erinnern. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Spiel Deutschland-Ukraine erinnern. 2 zu 0 gewannen wir. Das alles gerückte, aber auch in Vergessenheit, weil da griff sich Yogi Löw in die Hose. Und Polly kommentierte die Situation damals so. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen äh, sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut. Alles war am Lachen. Ja, und eine ähnliche Situation gab es auch nach dem Sieg. Nur blöderweise war das nicht nur die Kamera, die Luis Rubiales, wie gesagt, den Sp Präsidenten des spanischen Fußballverbandes äh, beobachtete, sondern die spanische Königin Letizias und ihre zweitgeborene Tochter, die Infantin Sofia. Das bedeutet, ihr seht hier an dieser Stelle schon, unser guter Luis hat so ein Problem mit dem Benehmen, seine Sozialisierung und oder Konditionierung mit gesellschaftlichen Umgangsformen ist fragwürdig. Das ist nicht das erste Mal, er ist da schon öfter aufgefallen. Manche Männer, wie zum Beispiel El Jefe, El Presidente, dieser Mann, Luis Rubiales, steht in einem Kosmos von Machos. Südländisch, leidenschaftlich, da kann sowas schon mal passieren. Aber es darf es nicht. Hast du damit eine Vorbildfunktion, die du auch ausüben solltest? Auch schon aus purem Selbstschutz, weil du stehst in der Öffentlichkeit. Da tut man so etwas nicht, jedenfalls dann nicht, wenn du nicht Gefahr laufen willst, danach gesteinigt, geteert und gefedert zu werden, zumindest medial. Und genau da ist diese Sollbruchstelle. Ich glaube, er hat sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Das rechtfertigt das in keiner Weise, aber es zeigt, dass das hier Grenzen verschwimmen und. Anstandsform offensichtlich nicht mehr existieren. In einem Interview, wo er sich ausgeweint hat, interessanterweise in England, ging es dann auch hauptsächlich darum, dass er sich bei der spanischen Königin entschuldigen wollte. Also der Kuss mit der Spielerin war da gar nicht so das Thema. Dafür gibt es aber auch einen Grund. Widmen wir uns ganz kurz Jenny Hermoso, eine begabte Fußballerin die bei Barca gespielt hat, jetzt in Mexiko spielt, die während des Endspiels auch noch eine Elfer verschossen hat. Aber sei es drum, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist viel eher das. Schaut euch mal diese Fotos an. Ja, das ist Instagram heute und das ist Jenny. Jenny liebt es zu posen, das auch mal topless, das haben die auch in Mexiko zum Thema gemacht. Das heißt, das ist so auffällig gewesen, dass man den Neuzugang auch darauf... Ja, mal unter dem blickwinkel unter die lupe genommen hat dass sie ein doch ganz steiler heißer zahn ist und sie liebt es sich so zu inszenieren das mal nur so am rande das ist kein freibrief sie darf sich im internet bei instagram in den sozialen medien darstellen wie immer sie will das ist keine einladung da sind wir uns alle einig ich möchte dazu nur eins sagen sie hat mit Ihrer Wahrnehmung kein Problem, ganz im Gegenteil, sie kokettiert damit, sie weiß auch mit über einer Million Follower bei Instagram, ist sie ihrem hauptsächlich männlichen Publikum, ist sie eine gewisse Präsentation schuldig. Jupp! Das ist deswegen so wichtig, weil als selbstbestimmte junge Frau weiß sie damit zu spielen und zu kokettieren. Als selbstbestimmter älterer Mann solltest du das wissen und solltest hier einen gebührenden Abstand halten, denn du solltest den Hochzeitstanz der Biene erkennen, wenn du ihn siehst und zumindest die Finger davon lassen, sonst sticht sie. Und genau das ist eben hier passiert, auch wenn sie kurze Zeit später noch jubelnderweise äh, mit ihren Kolleginnen diesen Kuss mit Beso, 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 Spanisch für Kuss, gefeiert hat und Ike, Ike dazu gebrüllt hat. Warum? Ike Casillas hat tatsächlich, als die spanischen Männer Weltmeister geworden sind hat Iker Casillas damals die Reporterin geküsst hier das sind die Fotos davon und ja und das hat man so als Plaupause genommen auch jetzt als die Mädels diese Situation noch mal nachempfunden haben und denselben Kuss sich auf dem Handy noch mal angeschaut haben es gibt aber einen klitzekleinen Unterschied während es offensichtlich keine Beziehung zwischen Rubiales und Jennifer Hermoso gibt die über das rein fachliche hinausgehen war Ike Cassias mit der Reporterin liiert. Das heißt, er hat seine Freundin geküsst. Und das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Und in Spanien gibt es seit neuestem ein Gesetz, nur ja heißt ja. Das heißt also auch, der, diese Form der sexuellen Belästigung ist hier ein ganz heißes Eisen. Es kam nach dieser ganzen Situation zu einer medialen Explosion. Und an dieser Stelle nochmal, es geht mir nicht um die moralische Komponente. Darüber sollen sich andere Gedanken machen. Es geht mir heute hier um einen ganz anderen Aspekt, nämlich darum, dass wir alte weißen Männer lernen müssen, dass wir es bei der Generation Z, bei den nachwachsenden Generationen von Frauen mit Frauen zu tun haben, die ein ganz anderes Selbstwertgefühl haben und eine andere Sensibilisierung haben. Das heißt es geht gar nicht mal darum, dass wir ein wachsendes moralisches Empfinden entwickeln müssen. Wer das nicht hat, der sollte wenigstens sich an eine andere Situation erinnern. Das ist so ähnlich wie ein Tempolimit auf der Autobahn. Wenn da eine 80er Begrenzung auf der Autobahn ist, hast du zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Auf der einen Seite kannst du tief in dich gehen und sagen: Wenn hier irgendjemand eine 80er Begrenzung aufgestellt hat, dann gibt es dafür einen Grund, um Gefahren abzuwenden, um Möglichst sicher durch diesen Verkehr zu kommen, werde ich selbstverständlich aus einer Sicht der Erkenntnis mein Tempo auf unter 80 reduzieren und damit zur allgemeinen Sicherheit beitragen. Und du bist auf dem sicheren Weg über die Erkenntnis. Von der Erkenntnis geküsst kannst du hier am Straßenverkehr teilnehmen. Und die 80er-Begrenzung hat dir dabei geholfen, ein besserer Mensch zu werden. Oder du gehst hin und sagst, da ist eine 80er-Begrenzung, ich drossel mein Tempo. Nicht aus der Überzeugung heraus, dass das für mich ein Sicherheitsaspekt ist, sondern in allererster Linie, wenn ich das nicht tue, hagelt es unter Umständen eine saftige Strafe und Punkte und ich gehe unter Umständen zu Fuß. Beides führt zu demselben Ergebnis: du fährst langsamer. Also Leute, wir können über beides reden. Und jetzt reden wir darüber, warum du das Tempo drosseln solltest und das Gas rausnehmen solltest. Denn genau das hat Luis Rubiales nicht gemacht. Und seit gestern steht deswegen sein Haus zum Verkauf. Warum? Er ist seinen Job los. Nicht nur beim Spanischen Fußballverband, auch bei der FIFA. Und damit hat er lange gewartet. Wir haben eben gesprochen, 20. August. Jetzt haben wir Mitte September. Und er hat bis jetzt gewartet, aber nicht nur, weil er mit sich gerungen hat, ob es moralisch vertretbar ist, oder ob er die Sache aussetzen kann. Es geht um die Kohle. Der hat sich eine Villa für fast drei Millionen geleistet. Und das Problem mit dieser drei Millionen Villa ist, die ist auch noch teilweise über Mittel bezahlt worden vom Spanischen Fußballverband. Auch das kommt jetzt so langsam raus. Und dadurch, dass er jetzt da die Leine ziehen muss und damit nicht mehr im spanischen Fußballverband ist, passieren zwei Dinge. Er hat weniger Einnahmen offiziell und auch die inoffiziellen Gelder werden weniger. Das heißt, oder versiegen komplett. Das heißt, die Hütte muss weg. Seine Mama steht in der Zeitung, geht in die Kirche beten für ihren Sohn und er geht hin und hofft jetzt, dass er seine Hütte verkauft bekommt. Und das alles nur wegen einem einzigen Kuss, sollte man meinen. Es ist mehr eine Geisteshaltung. Also ich glaube, an der Stelle hätte er sich wirklich in nichts gewünscht. Die Engländer hätten das Endspiel gewonnen. Hätten die Engländerinnen das Endspiel gewonnen, wäre ihm die ganze Nummer vorerst zumindest erspart geblieben. Aber es sind ja nicht die einzigen Verfehlungen, die er gemacht hat. Googelt ihn mal auf der spanischen Wikipedia-Seite. Denn da steht Folgendes drin. Schaut euch an. Da stehen die ganzen Verfehlungen drin, die er bisher gehabt hat. Und da ist das nur die Spitze von dem Eisberg, die jetzt mit Geneva Hermoso passiert ist. Das bedeutet... Unser guter Alpha lewis hat ein generelles Problem, damit sich an gewisse Geflogenheiten und Spielregeln zu halten. Aber nehmen wir das Ganze jetzt mal wirklich nur als Initialzündung, um über eine Sache nachzudenken. Ich komme ja auch noch aus einer Zeit, wo man den klassischen Herrenwitz noch zur Laute gesungen hat. Und vor knapp zehn Jahren ist das Rainer Brüderle zum Verhängnis gewonnen. Ihr erinnert euch, die Älteren von euch kennen ihn noch, FDP-Politiker, damals Hoffnungsträger der Liberalen. Also vor zehn Jahren 2013 ist er gestolpert über Laura Himmelreich. Ja, Laura Himmelreich war damals eine 28-jährige Reporterin vom Stern, die man auf ihn angesetzt hat. Und die Szene spielt er sich wohl abends in einer Hotelbar ab. Und unser guter Brüderle. Fängt an und gräbt eine 28-jährige Journalistin an. Nachtigall, ihr höre die trapsen. Der war Politprofi. Wie kann ich hingehen und kann auf eine Honigfalle reinfallen? Warum gehe ich hin und grab die Frau an? Klar kann man sagen, Politiker sind einsam und sie hat vielleicht die richtigen Klaviertasten gedrückt und gespielt und die Melodie hat gepasst und der Rhythmus hat gepasst. Aber ich fange doch nicht an zu tanzen, nur weil mir jemand eine Melodie souffliert. Brüderle hat es getan, die Quittung war ein mehrseitiger Artikel über den Herrenwitz und er wurde am Ring durch die Manege im Stern geführt. Das war damals so eine Aufbruchstimmung mit MeToo in Deutschland. Und ganz ehrlich, Grund genug, um sich mal damit zu beschäftigen, was ist denn das überhaupt? <Sie> Belästigung? Leute, wir reden hier nicht über körperliche Gewaltandrohung. Körperliche Gewalt. Die Nummer ist eine ganz andere. Mir geht es jetzt erstmal nur primär um einen Aspekt. Wenn dann eine Schlagzeile nämlich gemacht wird, 60% aller Frauen in Deutschland fühlen sich belästigt oder fühlten sich schon mal Belästigung ausgesetzt. 60% ist eine ziemlich hohe Hausnummer. Die einzige Studie, die ich übrigens fand, die das... Ansatzweise belegt und die auch hier zitiert wird, stammt aus dem Jahr 2004, also ist fast 20 Jahre alt, aber sei es drum. Ich lese euch aber mal gerade Folgendes vor und das ist unglaublich wichtig, wie ich meine. <laughs> Belästigung, Merkmale und Tatsachen. <laughs> Belästigung gehören zum Beispiel taxierende Blicke, Pfiffe, Bemerkungen über die Figur, das Aussehen, obszöne Witze, zufällige Berührungen sowie Ankrapschen, insbesondere an Brust und Po. Nehmen wir bitte mal die. Das Ankrapschen an Brust und Po und die zufälligen, das steht hier in Anführungszeichen, Berührung mal außen vor. Also alles das, was physisch ist, alles das, was tatsächlich substanziell eine Annäherung darstellt, nehme ich jetzt mal bewusst außen vor. Weil die Punkte, die vorher aufgeführt wurden, nämlich Blicke, Pfiffe, Bemerkungen über die Figur und das Aussehen, sind subjektiv in der Wahrnehmung. Denn das kann schon wahrgenommen werden als... Belästigung und da liegt die Wahrheit im Auge der Betrachterin und ich nehme jetzt euch gegen Ende dieses Beitrags heute, der euch zum Nachdenken Anlass geben sollte, mal mit in eine Situation. Stehen zwei Freundinnen zusammen und unterhalten sich beim Glas Prosecco und die eine sagt zur anderen: Stell dir mal vor, gestern Abend bei unserem ersten Date, wir gingen an der Uferpromenade entlang, der Mond schien. Man hörte leise das Meer rauschen und ganz plötzlich nahm er meinen Kopf in die Hand und gab mir zärtlich einen Kuss. Und die Freundin erwidert, ach, wie romantisch. Das findet ihr unter Umständen so oder ähnlich in jedem Liebesroman. Und ihr würdet sagen, ja, tolle Liebesszene. Wenn man sich jetzt den edlen Ritter vorstellt, dann ist er gut aussehend, hochgewachsen, schlank, körperlich. Idealmasse. Jetzt tauschen wir den mal aus gegen einen 63-jährigen älteren Mann und nehmen dieselbe Zähne und dieselben Frauen, derselbe Prosecco. Und die Situation ist genau die gleiche. Nur jetzt erzählt die eine Freundin der anderen. Stell dir mal vor, da geht er neben mir her, plötzlich greift er meinen Kopf und drückt mir völlig ungefragt einen Kuss auf. Und die Freundin antwortet: Ekelhaft. Ihr versteht, worauf ich raus will: Kontextrelevanz und Deutungshoheit. Ich glaube, dass zum Beispiel schlecht aussehende Männer oder ältere Männer ein Riesenproblem damit haben, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch nicht das Gleiche. Und auch hier ist es ja und da muss ich ganz ehrlich sagen, das betrifft jetzt nicht nur uns alte weiße Männer, denn wir verfügen hoffentlich über sittliche Reife und so viel Lebenserfahrung, dass wir diesen Ermessensspielraum auf der einen Seite besser einschätzen können und auf der anderen Seite mit gleichaltrigen Frauen unter Umständen auch noch eine andere Interaktion pflegen, weil auch die älteren Damen, um Gottes Willen, ich möchte Ihnen gar nicht zu nahe treten, äh, die lebenserfahrenen Frauen von heute unter Umständen auch anders sozialisiert sind und das gar nicht als so aufdringlich empfinden wie die nachwachsenden Generationen. Und da möchte ich heute keine 18, 25, 30, 35 mehr sein, denn dieses Minenfeld, permanent zu erkennen, zu erahnen, zu riechen, zu fühlen und zu schmecken in einer Beziehungsanbahnung, bin ich noch safe oder bin ich schon in einem Bereich, in dem das, was ich tue, tatsächlich schon als Belästigung gewertet werden kann? Denn stellt euch mal auf der anderen Seite, wenn wir eben schon in einer Imagination waren, stellt euch mal folgende Situation vor. Romantisches Beieinander. Zwei Menschen, wir haben dieselbe Uferpromenade, wieder der Mond, die Möwen ziehen ihre Kreise, leise plätschert das Meer und er fängt an. Ich würde dir jetzt gerne die Hand geben. Darf ich das? Habe ich deine Erlaubnis, dir die Hand zu geben? sie ist etwas irritiert und sagt: äh, "ja." er gibt ihr die hand. fünf minuten später: ich finde die situation gerade unglaublich schön und ich würde dich jetzt leidenschaftlich gerne in den arm nehmen. gibst du mir die erlaubnis dazu? sie noch irritierter: äh, "ja." er nimmt sie in den arm. in dieser situation wo er sie zaghaft in den Arm nimmt und etwas irritiert überlegt, wo da war jetzt was ist angemessen, wo da war seine Hände hinlegen, fängt sie an nachzudenken, was ist denn das für ein Spinner? Warum macht er so rum? Warum tut er so rum? Äh, was stimmt mit dem nicht? Während sie noch in Gedanken ist, fragt er ein weiteres Mal: Wäre es vermessen, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob es möglich wäre, dass du mir die Erlaubnis gibst, dass ich dir einen Kuss gebe? Und sie sagt: Nee, du Spinner, komm, du bist ein bisschen arg von der Rolle, bitte lass mich in Ruhe. Böse ist, wer Böses denkt. Ich glaube, wir müssen hier wirklich überlegen, wo ein gesundes Maß an Miteinander ist. Wir sollten Louis als Worst-Case-Szenario wirklich mit uns nehmen. Wir sollten daraus als Männer lernen. Das ist wie mit dem 80er-Tempolimit. Wir sollten uns überlegen, an welcher Stelle wir achtsamer werden und Respekt vor der Straßenführung haben und dass wir unter Umständen Gefahr laufen, aus der Kurve zu fliegen. Wir sollten aber genauso Respekt vor der Radarkontrolle und den Konsequenzen haben. Und auf der anderen Seite, wenn du Jenny bist, solltest du dir überlegen, ob eine Anzeige an dieser Stelle das Richtige ist und was du damit erreichen willst. Denn das hier, eine Woche später Anzeige erhoben wurde, ist glaube ich eher dem Management geschuldet oder ihrer Agentur, denn eins ist sicher, sie ist jetzt in aller Munde. Und das wegen einem Kuss, der eine Zehntelsekunde gedauert hat. In diesem Sinne, passt auf euch auf, seid nett zueinander im Rahmen dessen, was erlaubt ist. Ihr hört von mir, das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Schau von nahe, euer Chris. Das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat, Lebensraum Deutschland, klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.